Ein echter Eyecatcher. Wie sehr wünschen sich Hersteller diesen anziehenden Effekt für ihr Produkt? Auf der EuroCis in Düsseldorf zeigt ein Anbieter, wie die Inszenierung etwa einer Getränkedose aussehen kann. Animationen in der dritten Dimension, erfrischender oder energiereicher Inhalt, ganz anders transportiert. Wir haben Virtual plus Reality, das heißt, wir haben ein Realprodukt und das umspielen wir letztendlich holographisch. Und das Produkt ist der Hero und das Hologramm ist nur die Möglichkeit, den Nutzen zu kommunizieren. Es ist jetzt kein klassischer Monitor, der x-fach im Handel verfügbar ist, sondern es ist eine Besonderheit und dementsprechend hoch ist die Aufmerksamkeit beim Kunde, die Aufmerksamkeitsspanne und damit einfach auch einhergehend die Abverkäufe und die Umsatzsteigerung, die man damit erzielen kann. Auch Duft soll in Zukunft eingebaut werden in das Display. Widerstand zwecklos bei dampfenden, verlockenden Tiefkühlpizzen oder dem perfekt gerösteten Kaffee. Die Messe selbst zeigte natürlich noch viel mehr. Lösungen für das sogenannte Auspreisen zum Beispiel. Dank solcher elektronischer Schildchen, so einfach wie noch nie. Barcodes scannen, schon ist umdekoriert und korrekt beschriftet. Gut für Kunde und Arbeitskraft. Der Handel wird immer digitaler und das Ändern auf Knopfdruck wie eben Electronic Shelf Labeling, wo man eben die Preise auf einen Knopfdruck von jetzt auf gleich ändern kann, sind insbesondere dann interessant, wenn es um verderbliche Waren geht, die vielleicht am Wochenende kurz vor Ladenschluss noch veräußert werden sollen zu einem günstigeren Preis. Interessant dabei, die Ideen sind grenzenlos, zumindest meistens. Viele Neuheiten können auch zu Hause liebgewonnen werden. Und sind dann im Supermarkt oder Kleidungsgeschäft schon ganz vertraut. Bezahl-Apps zum Beispiel oder interaktive Displays. Der Traum der Einzelhändler, Kunden, die sich im Shop zu Hause fühlen.